Der Sommer steht in den Startlöchern und was gibt es Schöneres als Fahrrad zu fahren und vielleicht langweilig? Fahrrad Quad fahren? Quad zu fahren oder vielleicht E-Bike oder es gibt ja auch E-Scooter, Dog-Scooter. Die Auswahl ist einfach riesengroß und wie du deinen Hund daran gewöhnen kannst, dich dabei souverän zu begleiten, erkläre ich dir in diesem Video. Geht los! Go! Dogma-TV. Wow! Du hast jetzt auch schon richtig Bock, mit deinem Hund was zu starten. Du traust es dir bloß nicht so richtig, weil du Angst hast, irgendwie auf den Muschel zu fallen. Kein Problem. Du solltest immer damit beginnen. Du hast recht, ich habe vergessen, mich vorzustellen. Herzlich willkommen zurück bei Dogma TV. Ich bin Dogma, das ist Theo, ein Jahr alt, Rüde, Rocky, 4 Jahre alt, unkastrierter Rüde und Silver, 3 Jahre alt, unkastrierter Rüde. Alle drei der Marke Australian Shepherd, Hütehunde und alles, was sich bewegt, wenn du selber einen Hütehund hast, dann weißt du, das nervt. Am besten stehen bleiben. Und weil das so wichtig ist, gerade bei Hütehunden, solltest du erstmal das Stehenbleiben üben. Es ist jetzt völlig egal, ob du was Fahrbares hast, also was sich von alleine bewegt. Es ist völlig egal, ob du ein Fahrrad hast, ein E-Bike hast. Es ist egal. Hauptsache, du hast Lust, deinen Hund mitzunehmen. Ist dir zu langsam? Na, wir müssen erstmal üben. Und der kleine Theo, der ist jetzt fast 1,5 Jahre alt und sprich in dem Alter, wo man sagen kann, du kannst jetzt mal mitkommen. Die anderen beiden kennen das schon. Die wissen, wie man am Fahrrad läuft. Die wissen, wie man an so einem Quad läuft. Das ist auch alles Elektromotor, sprich, der macht keinen Krach. Wenn ich mit dem Ding hier abzwiebel, dann summt das ein bisschen und du bist da souverän auf dem Weg. Nur was ich dazu sagen muss, ist, du brauchst halt immer irgendwie ein Privatgelände, um sowas zu steuern, weil Hunde darf man eigentlich nicht an so elektronischen Sachen führen. Mit Silver habe ich das immer ganz gut so gemacht, dass halt der E-Motor bei zum Beispiel E-Bikes oder E-Dirtbikes, also kleine Motorräder, der Motor ausbleibt, weil er ist ja mein Ziehhund. Ja, also wir sind da im Zughundesport und da darf er Gas geben und da rolle ich praktisch nur hinterher und habe ein bisschen mehr Masse. Ich habe jetzt praktisch einen Dog-Scooter, der ist aus Aluminium, ja, und der wiegt an sich, ich glaube, 6 Kilo. Ja, und wenn Silver mich da anzieht, da hänge ich eigentlich nur an eine Bremse, weil ich ein kleiner Schisser bin. Und so habe ich dann durch dieses kleine Motorrad, das wiegt so 40 Kilo, noch viel mehr Masse, also praktisch an die 100 Kilo, die den Silver erstmal bewegen muss, um da im Trip, also so ein bisschen auch in den Trip zu kommen. Sprich, er bewegt sich auch nicht wie so ein Berserker, sondern ist da einfach viel schöner lenkbar und viel besser steuerbar. Und das macht dann mir persönlich viel mehr Spaß. Devise ist, der Hund darf immer 4-mal so viel ziehen, wie er selber wiegt. Also sprich, Silver wiegt 25 Kilo, mit diesem Bike haben wir so 100 Kilo. Der Start, klar, da trete ich mit an und wenn wir so leicht im Schub sind, dann darf er mich ein Stück ziehen. Das ist auch nur ein Stück. Also wenn du jetzt denkst, der muss mich hier über Wald und Heide ziehen und berghoch und so, das nicht. Es ist wirklich nur darum, um den Hund einfach in seiner Ambition des Ziehens ein bisschen zu begleiten und zu unterstützen, dass Silver auch mal ziehen kann. Er ist ein Arbeitshund, er will richtig ackern. Ja? Wenn ich hier Rocky vor so einem Gespannballer, du siehst nichts. Rocky ist da total in sich ruhend und faul und der hat auch gar keinen Bock zu ziehen. Deswegen ist er meine beste Fahrradbegleitung oder auch beim Dog-Scooter. Dog-Scooter funktioniert zwar nicht so richtig, weil er nicht nach vorne zieht, aber side by side. Er läuft bei mir an der Seite und hat so einen ganz leichten Schub. Das ist praktisch, als ob der E-Scooter so ganz leicht mitfährt. Ja, ich kick dann immer noch mal an und das macht dann richtig Spaß. Aber wir wollen ja uns heute unterhalten, wie du das hier schon in den Griff bekommst, dass dein Hund dich so begleitet und so die ganze Zeit, wie ich schon erzähle, ist das schon die Vorbereitung zum eigentlichen Fahren. Theo krabbelt gerade unter das Ding. Das soll er vielleicht nicht gerade machen, weil das ja auch sehr gefährlich werden kann, wenn er jetzt denkt, oh, Pause und er liegt da erstmal unter und ich komme vielleicht auch mal aus Versehen mal ans Gas und
dann war er mal so schön rund und dann ist er eher so flunderartig. Also das unterbindest du und vor allem, wenn du deine Hunde angewöhnst, an irgendwas zu sitzen, zu stehen, zu laufen, nimm dir erstmal ein bisschen was Hochwertiges. Prima. Er steht neben dem Quad, er bekommt was. Er sitzt da ganz souverän, er bekommt was. Silver sitzt auch ganz souverän und so üben wir. Die Übung ist wirklich passé erstmal für Theo. Genau, weil klettern darf er nicht, unten drunter darf er nicht. Er darf halt nur daneben sitzen. Ja, bis wir den Motor anmachen und dann darf er ganz langsam daneben laufen. Bis es soweit ist, das erzähle ich dir dann im nächsten Video. Wenn es dich interessiert, gib gerne ein Like, ja, und schreib mal in die Kommentare, ob du da den Aufbau auch sehen willst, ja, wie ich dann praktisch dazu komme, mit den Hunden auch Quad zu fahren. Du kannst das im Einzeltraining aufbauen, du kannst es auch, wenn du zwei souveräne Hunde hast oder einen souveränen Hund und der zweite Hund muss bloß üben, dann, ja, das ist aber illegal. Komm mal runter. Dann kannst du eigentlich auch schon zusammen loslegen. Wie gesagt, verkopf dich da so nicht. Mach das alles so, wie dein Bauch dir das sagt. Und wenn dir dein Bauch sagt, ach ja, klappt schon, dann leg los. Aber kleine Empfehlung von mir, leg nicht gleich mit dem Fahren los, wenn dein Hund das wirklich noch gar nicht kennt. Sondern wenn du ein Fahrrad hast, schieb das Fahrrad im Kreis, setz dich drauf, lass den Hund daneben sitzen, lass ihn neben dem Fahrrad laufen, währenddessen du das Fahrrad schiebst, ja, dass da wirklich nichts passieren kann. Zumal, wenn du einmal den Hund über den Schwanz gefahren bist, angefahren bist, er wegspringen musste, das Fahrrad ist umgefallen, es gibt einen lauten Knall, dann hast du dir schon von Anfang an ganz viel selber kaputt gemacht, ja, und hast dann da auch vom Hund eine Angst projiziert, was einfach nicht sein muss. So, also wir sitzen hier, du siehst wirklich diesen Aufbau schon, auch wenn ich jetzt hier andere Sachen quassel, ja, Sitz, prima, ist das hier der Aufbau. Nimm dir einfach ein bisschen Zeit, nimm dir ein Brötchen, nimm dir selber was zu essen oder irgendwie so. Es ist halt nicht sehr spannend, aber für die Hunde ist es doch schon eine Aufregung, also für ihn, weil es halt neu ist. Die denken, oh Gott, wann geht's denn endlich los? Auch wie du deine Hunde an dieses Fahrzeug anbringst. Ja? Also ich würde jetzt nie so losfahren. Silver ist auf der Seite, da kommt eine Koppelleine mit Rocky ran, ja? Weil er da ein gutes Team mit Rocky bildet, weil sie es einfach schon können. Und die Koppelleine würde ich dann hier nach vorne machen und Theo würde ich noch ein Stück weiter nach hinten bringen, dass er wirklich neben mir mit dem Kopf, dass ich hier einen guten Einfluss habe, weil wenn er hier zieht, ist auch alles ein bisschen Expander. Ich mache das auch hier alles mit Expanderleinen, ja, dass die nicht gleich einen Knall kriegen. Wenn sie mal wirklich der Meinung sind, die wollen in eine andere Richtung. Das Ding ist schwer, ja, also da wollen wir ein bisschen Feinfühligkeit. Du siehst hier, Rocky ist an einer Extrem-Expanderleine, ist richtig aus dem Zugsport. Die haben jetzt auch keine Zuggeschirre an, die haben jetzt ganz stinknormale Geschirre, weil die nicht ziehen sollen. Und das ist praktisch der nächste Schritt. Die sollen hier nicht ziehen, die sollen einfach ganz souverän neben mir laufen. Das Schöne ist, wenn sie mal ziehen, kann es mir egal sein. Und das ist wieder eine schöne Vorbereitung zur Leinführigkeit. Die müssen sich perfekt an mir orientieren. Muss man ganz kurz hören, ob da was kommt. Eine Ablenkung. Also die müssen sich praktisch direkt an mir orientieren. Da war nichts. Weil hier sind echt Füchse und Hasen und irgendwie alles kunterbunt. Das ist der Wahnsinn. Boah, was hier los ist. Zum Thema Leinführigkeit. Die müssen sich halt perfekt orientieren, an dir orientieren, an die Geschwindigkeit von dem Quad oder von deinem Gerät orientieren. Und wenn es mal einen Zug gibt, kann es dir letztendlich egal sein, wenn du mit was Schwerem unterwegs bist. Ja, das ist dann immer eine gute Vorbereitung. So, und da gibt es halt auch nichts weiter als Konsequenz, weil das Ding ziehen die nicht nach vorne. Wenn sie mich anrucken, ja, dann gehst du doch nochmal mit einem Arm einen halben Meter nach vorne, was dann auch keinen Spaß macht. Aber die Hunde bekommen in dem Fall eine Belohnung, ja, und das ist dann natürlich Kontra. So, was du machen kannst, ist natürlich hier so ein bisschen rumalbern. Jawohl. Ja, du machst ja auch Bewegung, machst ja auch Bewegung während der Fahrt. Da gibt es ja noch ein bisschen was. So, zack. Du da vorne, du. Und hier stelle ich mich wieder hin. Runter, hat sich nicht bewegt. Sehr gut. Hoch, runter, sehr gut. Hoch, runter, einmal drüber, wegen Absteigen. Ja, siehst du. So, einfach wieder zurück. Prima, super. Jawohl. Und wenn er das aushalten kann, du siehst ja, wo der Hund
so eine Schwelle hat, was ihm schwerfällt, dann sitzen zu bleiben, dann übe erst mal das. Ja, jetzt muss ich nicht üben, drüber zu steigen, weil dann will er natürlich mit. Das hier war doch schon gut. Wenn er da sitzen bleibt, hat er gemacht. Naja, perfekt, gibt's was. So, so ein bisschen tanzen, ein bisschen springen. So, hier mal gestreckt, da mal gestreckt, Nase weg. Jawohl, super. Ja, und das war jetzt schon der Aufbau. Und Sitz. Prima. Zu ganz viel Spaß im Sommer. Und Souveränität. Du bist überhaupt nicht souverän? Dann müssen wir noch ein bisschen hier sitzen bleiben. Und das Schöne ist, du kannst auch weggehen, denn irgendwann. Lass. Sitz. Jawohl. Und das Schöne ist, du kannst dann auch weggehen. Also lass die Hunde auch mal so ein bisschen da dran hängen, wenn du merkst, sie haben keinen Stress. Und dann guck dir das auch gerne mal von Weitem an. Ich gehe jetzt mal hier runter, wo Theo ist, damit er mir praktisch hier nicht nachsteigen will. Und verlass die Situation ein bisschen und schau mal, was die so machen. Okay. Die vermissen mich ja bombastisch. Sollen sie auch nicht. Und deshalb gibt's was. Prima. Jawohl. Prima. Jawohl. So. Und jetzt hast du natürlich das Ding hier auch mit positivem Futter verknüpft. Also jetzt gibt's hier Schinken oder so. Steht auf jeden Fall so drauf. Und ja. Schritt 1 haben wir erledigt. Schritt 2 ist fahren. Und das siehst du im nächsten Video. Viel Spaß dabei. Ciao, bis Dogma TV. Frrr.